Ihr Lieben, ich habe heute den Tipp für pastellfarbige Lippen. Die habe ich schon im letzten Video getragen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dürft ihr gerne mal reinklicken, wenn ihr möchtet. Und zwar ist es ein ganz normaler Essence Gloss. Es haben super viele mir geschrieben, welche Farbe ist das, was hast du auf den Lippen, wo kriege ich das her? Es ist ein Essence Lip Gloss, den ihr überall bekommt, der auch noch sehr, sehr günstig ist. Und zwar ist das die Farbe I Like Cotton Candy und es ist so ein Lavender-Lila, das in der Flasche noch ein bisschen dunkel aussieht, auf meinen Lippen aber schon hell rauskommt. Also eine sehr schöne pastellige Farbe und ich hätte die eigentlich nie ausprobiert. Mich hätte die wahrscheinlich auch gar nicht angesprochen, weil ich Lila immer sehr, sehr schwierig finde. Aber ich hatte ja diesen fliederfarbenen Schal an mit den Schmetterlingen, den ich ja auch abgöttisch liebe. Und ich wusste nicht, was ich auf die Lippen machen sollte. Und dann habe ich einfach geguckt und habe den gehabt und habe den drauf gemacht. Und bäm, war es passiert. Ich war total verliebt. Und ihr anscheinend auch, sonst hätte ich nicht so viele Rückfragen zugekommen. Und deswegen dachte ich mir, lohnt es sich auch ein Video zu machen, damit der letzte von euch nicht verpasst, welche gigantische Lippenfarbe das war. Und ich bin jetzt so verliebt in den, dass er mit mir in meiner Handtasche schon mich die ganzen Tage begleitet und ich ihn immer mal wieder drauf pinsel, weil ich dieses Gefühl auf den Lippen von diesen Glossen auch sehr, sehr gerne mag. Die kleben nicht so stark, die sind sehr angenehm und der Applikator ist der Hit. In den bin ich ja am meisten verliebt. Der sieht so aus und ist irgendwie ganz seltsam, macht ein total angenehmes Gefühl auf den Lippen, sodass man irgendwie den ganzen Tag nur so machen würde und nichts anderes mehr. Also Mädels, fleißig den Lipgloss runterknutschen und dann wieder drauf schmieren, damit ihr dieses tolle Gefühl habt. Also doppelte Glückshormone. Auf jeden Fall, ich kann nichts Schlechtes darüber sagen, außer dass drauf steht Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. Es ist ein Lipgloss, machen wir uns nichts vor. Die halten sowieso nicht so lange. Ich finde diesen hier jetzt auch nicht besonders long-lasting. Ich finde einfach nur, er hat ein sehr, sehr, sehr angenehmes Tragegefühl. Weil wenn ich mich bewege, wenn ich spreche, habe ich auch nicht diese Klebefäden, sodass ihr gleich denkt, ja, hier kommt noch so ein Monster aus diesen Fäden raus, so Slimer, in Lila vielleicht oder so. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall super angenehm. Ja, wer mal Lust auf lavenderfarbene Lippen hat, sollte das mal ausprobieren. Ich finde, das ist jetzt keine krasse lila Farbe, vor der ihr Angst haben müsst. Ich finde sie einfach zurückhaltend, aber irgendwie auch mal was anderes. Wenn ihr Lust habt, schickt mir ein Twitpic, wie ihr damit aussieht oder welchen Augen-Make-up-Look ihr damit kombinieren könnt, weil da habe ich irgendwie schon überlegt, wie zauberst du da einen Abendlook draus? Bin außer einem fetten lila Eyeliner noch nicht so weitergekommen in meiner Überlegung. Wenn ihr den Lipgloss habt, probiert was aus, ladet mir eine Videoantwort hoch, schickt mir ein Twitpic, macht was ihr möchtet, ich freue mich drauf. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, schenkt mir einen Daumen nach oben und wenn ihr das Video nicht so schön fandet, gebt einfach einen Daumen nach unten. Ich freue mich über eure Bewertungen, über eure Kommentare. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.